Hallo liebe Glatzenträger und Vokuhila, Undercut oder was ihr sonst so habt, Topfschnitt vielleicht. Alter, warum rede ich von Haaren? Keine Ahnung, aber jetzt gibt's auf jeden Fall ein neues Video und zwar habe ich mal wieder einen Bahnhof gebaut und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefällt. Und ja, bevor ich hier erkläre, wie das Ganze hier funktioniert, benutzen wir das einfach mal. Also wir haben hier zwei Gleise, einmal das Einstiegsgleis und dann geht's hier ab so in den U-Bahn-Schacht. Und hier einmal das Ausstiegsgleis, also von hier kommt man dann so von der U-Bahn, von dort unten so. Genau, man kommt hier rein in den Bahnhof, hier hinten hat man erstmal so ein Ticketautomat. Okay, der funktioniert jetzt nicht und man braucht auch kein Ticket zum Fahren, aber ganz provisorisch habe ich das einfach mal hingeklatscht, damit das hier ein bisschen schöner aussieht. Das Ganze natürlich mit einem wundervollen Glasdach, damit das auch... damit die Sonne hier reinkommt und des Nachts die Sterne. Hier unten ein schönes Wasserbecken, erwärmt natürlich und Alter, warum braucht man ein erwärmtes Becken in einem Bahnhof? Hä? Kein Sinn. Egal, so, wir fangen jetzt einfach mal an. Hier habe ich so ein paar Platten und zwar, wenn ich hier einmal über diese Platten gehe, bekommen wir einen Wagen. Wir können uns dann in den Wagen reinsetzen und dann einfach hier auf diesen Knopf drücken und dann geht's auch schon los in die U-Bahn-Dings. So, und zwar, das ist hier einfach nur so ein kleiner Kreis, den ich hier so gemacht habe. Das heißt, ich fahre hier runter so und dann komm hier wieder an. Und, genau, wenn dann der Wagen dann hier wieder angekommen ist, können wir hier aussteigen. Hier ist ja das Ausstiegsgleis. Und dann drücke ich hier einfach auf den Knopf und dann fährt der Wagen wieder weg und wird wieder einsortiert. Und also ich habe mehrere Wagen, die ich mir auch rufen kann sozusagen. Also hier ne, ein Wagen, theoretisch jetzt kann ich nochmal drauf, kommt noch ein Wagen, nochmal drauf, kommt noch ein Wagen, nochmal drauf, kommt noch ein Wagen. Okay, der haut jetzt wieder ab. Und das Gute ist, wenn er wieder abhaut, der sortiert sich wieder ein. Also der ist jetzt auch wieder mit in dem Minecart-Speicher. Ein Tutorial zu Minecart-Speicher habe ich schon gemacht. Wir gucken uns die Technik gleich nochmal genauer an. So. Okay, jetzt fahren die Dinger hier vorbei. Der kann auch mal wieder zurück in den Speicher. Ich glaube, jetzt ist hier unten... Ja, richtig. Jetzt ist hier unten noch ein Minecart, das sich festgehangen hat hier in der Kurve. Aber alles halb so wild. Natürlich, das wie ihr seht, das macht keinen Sinn, da so ganz viele Minecarts zu rufen. Mit einem Minecart, das reicht schon. So, und genau, was ich hier noch eine zusätzliche Option, die ich hier noch mit habe. So, Alter, dieses Lied, ne? Ach, zu den Liedern übrigens, das sind alles Lieder aus YouTube. Das heißt, in YouTube gibt es ja so, kann man sich so Lieder irgendwie runterladen in solchen bestimmten Playlists und so, und da sind die Lieder her. Falls sich der ein oder andere mal gefragt hat, woher habe ich denn diese Lieder, die da im Hintergrund so laufen? Und die sind natürlich GEMA-frei, das heißt, man darf die auch in den Videos benutzen, das ist kein Problem. So, falls man mal vergessen hat, hier auf den Knopf zu drücken, damit das Minecart abhaut, kein Problem. Beim Verlassen des Bahnhofs hat man hier solche Platten und dann fährt das Minecart auch wieder weg. Das ihr seht, das ist jetzt wieder weg. Oder sagen wir mal, man hat das hier so, also man hat hier so ein Minecart. Und dann kommt man in den Bahnhof rein und da steht halt schon ein Minecart. Keine Ahnung wieso. Kommt man rein und dann fährt das direkt wieder weiter in den Speicher und dann läuft das Ganze hier, ne? Ja, also das ist so zu der Funktion dieses U-Bahn-Bahnhofs. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Technik. Wie funktioniert das Ganze? So, womit fangen wir an? Ich fange mal hiermit an. Diese beiden Knöpfe sind verbunden. Also hier geht so eine Leitung hier unten lang. Und die, das ist diese Leitung hier. Die kommt dann hier so und dann geht sie an diesen Werfer hier. Und in diesem Werfer sind Minecarts drin. Und wie diese Minecarts dahin kommen? Das ist also, wenn hier so ein Wagen ankommt, ne, das ist hier so, man kommt hier an, drückt auf diesen Knopf,
Das ist einfach nur, der Knopf ist einfach nur eine kleine Leitung, die hier diese angetriebene Redstone-Schiene befeuert. Das heißt, ne, hier. So, das ist nichts Kompliziertes, ist nur eine ganz, einfach nur eine Redstone-Leitung. Dann fährt das Ganze hier so hin. Gegen diesen Kaktus fährt der Wagen, geht kaputt natürlich. Und das Item fällt hier in den Trichter. Der Trichter gibt das weiter an den Trichter und der an den Trichter, der noch dahinter ist. Und dann ist das so eine ganze Trichterreihe. Und das habt ihr eben wahrscheinlich hier schon gesehen. Oh, jetzt komme ich hier nicht durch so. Diese ganze Trichterreihe, genau, die endet dann hier. Und gibt diese Items halt bis an diesen Werfer dran. Und wenn ich dann auf diese Platte drauf gehe, legt der Werfer das Minecart hier auf diese Schiene. Die ist natürlich befeuert. Und das Minecart fährt hier nach oben. Und hier bleibt das dann stehen, weil hier wieder angetriebene Dingse sind. Und dann kann ich hier auf den Knopf drücken, dann gehen die an und dann fährt das Ganze hier wieder weiter. Und die zusätzliche Option, ich kann dann halt auch hier, wenn ein Minecart wieder zurückfährt, also hier irgendwie in die falsche Richtung, keine Ahnung, wieso das passieren sollte, aber kann ja mal sein, ist es auch kein Problem, denn das fährt hier gegen diesen Kaktus, geht kaputt durch diese Trichter, leitet das weiter und auch hier in diesen Werfer, in diesen Speicher mit rein. Und ich habe jetzt hier 5 Minecarts, man kann da natürlich noch mehr Minecarts reintun. Und dann hier in den Trichter, da passen ja auch noch Minecarts, das heißt, hier passen eigentlich relativ, also sehr viele Minecarts hin. Und genau, das ist die ganze Funktionsweise von diesem Bahnhof. Ich habe das Ganze natürlich noch ein bisschen so verziert, verschönert und so, mit so ein paar Redstone, Alter, wie heißt die hier? Glowstone. Und ja, hier im Eingangsbereich natürlich auch so mit so Glas, damit man sich hier so ein bisschen das Ding hier angucken kann und so, ne, also optisch verfeinert natürlich alles. Sonst, ja, hier diese kleinen Leitungen. Genau, hier halt der Knopf, dass das Minecart hier einfach wegfällt. Ach ja, und das hier habe ich ja schon fast vergessen. Die Platten, die hier in dem, an der Treppe hier sind, also dort, die sind auch einfach hier mit verbunden, also auch mit dieser, mit dieser Schiene da unten. Ja, das war's eigentlich auch schon. Also ihr seht, das ist gar nichts Kompliziertes, so einen Bahnhof eigentlich zu bauen, aber es ist trotzdem eine coole Sache. Also wenn man so einen Bahnhof hat und dann so ein ganzes U-Bahn-System, ich meine, man kann das ja jetzt hier so beliebig erweitern, dass man damit so in die große, weite Welt hinausfährt und so weiter. Also es gibt coole Sachen, die man machen kann. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. So, jetzt mache ich einmal noch so 16.000... Das müsste jetzt mitten in der Nacht sein. Genau, damit man sich das Ganze hier nochmal in der Nacht angucken kann. Also das sieht ziemlich geil aus hier mit dem Glasdach. Dann chillt man hier so. Das sieht alles so warm aus durch dieses Licht. Und da draußen ist also diese eiserne Kälte. Aber hier drinnen ist halt so kuschelig warm. Und ach, meine Vorstellung. Okay. Nee, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sieht man sich wieder in einem nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein, Glatzen. Er hat was gegen Glatzen.